Liebe Menschen, ihr wundervollen, sexy Wesen dort draußen. Ich wurde von meinem Bruder zum Ice Bucket Challenge Dings rausgefordert. Ich glaube, da muss man Danke sagen aus irgendeinem Grund. Bevor es zum Spaß geht, allerdings ein bisschen ernst, worum geht's eigentlich? Weil viele machen hier Ice Bucket Gedöns und teilen das auf Facebook und machen da nichts. ASL steht für Amyotrophe Lateralsklerose, ist eine degenerative Nervenkrankheit, die dafür sorgt, dass der Mensch geistig noch komplett da ist, während sein Körper langsam aufhört zu funktionieren, verliert die Kontrolle über seine Muskeln, über den Speichelfluss und irgendwann auch über den Stuhlgang. Das ist scheiße, deswegen wird hier das alles eigentlich gemacht und gespendet, und deswegen möchte ich auch dazu aufrufen, dass ihr alle spendet. Ich spende 10 Euro an die ASLA, an die Association, die dafür sorgt, dass daran geforscht wird. Außerdem, es gibt noch andere Organisationen, die viel, viel Arbeit daran stecken, gute Sachen zu machen. Deswegen werde ich außerdem 5 Euro spenden an die Cancer Foundation, die an der Krebsforschung arbeitet, und außerdem an Ärzte ohne Grenzen, die dafür sorgt, dass Ärzte auf der ganzen Welt in Dritter Weltländern bessere Supplies, bessere Medikamente, besseres Equipment bekommen. Und ja, macht mit und spendet nicht nur an die ASLA, sondern auch an andere Organisationen, die irgendwas machen, was euch am Herzen liegt. Und ich darf, glaube ich, noch 3 Leute nominieren. Und zwar nominiere ich einmal Jade von Smash the Bunny, dann den wundervollen Michael Fritzlaff, aka The Mifi, und außerdem den Mythos Robert Brandl. Ich glaube, ihr habt 24 Stunden Zeit, macht was draus, geht spenden und viel Spaß. Und bitte. Wasser kalt. Eis. Eis. Go, Domme. Go, Domme. Yep, yep. Hallo ihr wunderschönen Menschen, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr selber auch spenden werdet. Alle Organisationen, die ich im Video erwähnt habe, sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ich mache es euch also sehr einfach, selber was zum guten Zweck beizusteuern. Geht vielleicht mal nicht zu Starbucks, nehmt die 3 Euro lieber und spendet sie an einen Zweck, der euch irgendwie nahe liegt oder den ihr irgendwie gut findet. Normalerweise mache ich dann hier noch Werbung für andere Shows, bla bla, ist jetzt nicht so wichtig, YouTube, Twitter, Facebook, Links, Video, was auch immer, macht's gut, tut was Gutes, ihr seid großartig.